Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Super Mario World 2 Yoshi's Island. Los geht's in der letzten Festung gegen Bowser. Bowsers Schloss. So. Schauen wir mal, dass wir hier relativ vernünftig durchkommen. Aber es sieht nicht so aus, dass wir es schaffen. Oder? Hau ab, Bowser. Kamek. So. Gut. Sauber durchgekommen. Sehr schön. Hätte ich nicht gedacht. So, weiter geht's. Jetzt beginnt der Wahnsinn erst recht. Ist das eine Scheiße hier? Die 2 wäre schön. Nein. Die 3. Nein, die 3. Zu meiner Erklärung, ich laufe jetzt schon zum 4. Mal hier durch. Mann, halt die Fresse. Schnell weg hier. Tja. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Kinder sollen dieses Spiel spielen. Und es ist einfach zu mies. So. Hau ab, du Stinker. Haben auch Glück und kommen relativ gut hier durch. Das wäre jetzt dann der Idealfall. So. Aber ich möchte wetten, es bleibt nicht dabei, dass er verschwindet. Sondern er wird wohl immer wieder kommen. Hau ab. Und diese ganzen Fledermäuse hier. Ätzend. Aber ich glaube, die 2 ist noch ätzender. So. Passen. Einen großen Sprung für die Menschheit. Und ein noch größerer für Yoshi. So. Wäre schön, wenn das hier mal zu Ende geht. So. Ich habe noch 3 Eier. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So. Und tschüss. Ich hätte schon ganz gerne, du Fledermaus. Und dich auch. So. Bisher geht's noch einigermaßen. Und du haust ab. Gott sei Dank. Und weg hier. Was für eine Schmutzpassage, Leute. Da gab es ja richtig viele rote Münzen. So. Ruhe bewahren. Mal gegen Kamek bestehen. Der macht uns jetzt allerlei Geviecher.
wir uns natürlich versuchen, unser verdammtes scheiß Baby wegzunehmen. So. Ach, das ist doch nicht fair. So. Mann, nein, 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 nein. Das sehe ich. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt verliere, ja, Leute, dann ist für mich das Projekt gestorben. Tja, ist so. Denn ich habe keinen Bock mehr drauf. So. Na, das Sternchen nehmen wir mal mit. Gut, ich denke, diese Kamek-Geschichte, die könnten wir noch relativ gut hinter uns bringen. Da kommt allerdings noch Baby Bowser. Woher weiß ich das? Naja, ich war schon mal so weit. Aber da habe ich eine Tonspur produziert, die... Also eine Sprachspur, ne? Ich nehme ja In-Game-Sound und Sprache separat auf, damit man das dann besser nachbearbeiten kann. Und das war nicht für eure Ohren. Ich dachte, okay, das kann ich nicht bringen. Also dann... Was war das? Ja. In etwa so. Und das die ganze Zeit. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wie mutig von dir hier zu erscheinen. Nun bekomme ich endlich das Baby. Oh nein, Bowser, junger Meister. Ich war so laut, weißt du auch, dass ich bei diesem Krach nicht gut schlafen kann? Genau. Ui, was ist das für ein lustiges Gefährt? Gib es mir! Das müssen wir nämlich hier aufpassen. Das war... Oh, es geht da schon wieder los. So. Wie soll ich denn... Wie soll ich meine eigene Welle machen, wenn ich gar nicht die Zeit dazu kriege? Okay, ich sehe hier keine Chance. Ich finde es so unfair. Ich kann ihn doch nicht mal betäuben. Ohoho, juhu, wir haben einen Treffer. Nein. Nein. So. So. Dreimal auf die Fresse gehauen. Junger Meister, wie konntest du unserem Meister nur so etwas Grausames antun? Warum hast du das getan? Ja, besser ist, ne? So. Endboss Time. Der war daneben. Und das Ei habe ich nicht gekriegt. Schade, Marmelade. Treffen wir das? Nein, nicht getroffen.
das vermisst. Einmal möchte ich ihn wenigstens treffen. Komm schon! Ah, das muss man erstmal rauskriegen, ne, wie das hier am besten funktioniert. So vielleicht? Ja, der war gut. Der war auch nicht gut. Wo kommt das verdammte Ei? Das war, glaube ich, zu weit. Shitting. Krieg ich mein Baby wieder. So. So war nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie oft man den jetzt treffen muss. Sehr schön. Two of a kind. Nee, jetzt, oder? Nein. 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 Ich muss mich doch nicht schon wieder dieses scheiß Baby machen. Sollte es gewesen sein. Gib mir mal 5 Sekunden Zeit, damit ich dann zielen kann und dir auf die Fresse hauen kann. Aber es passt leider nicht. So, aber jetzt, komm. Nein, schade. Das ist holy shit. Kacke. Komm, halt's Maul. Na, wenigstens. Ah.
Euro. Hier ist eine Menge Gejumpe, würde ich sagen. Komm schon. Sehr gut. Kommt, jetzt sitzt auch. Ja, wunderbar. Komm, weg, weg mit dir, du Stinker. Sehr gut. Nochmal, komm. Ätzend, Leute. Ja, halt die Fresse. Komm. Kotzt mich schon an, dass ich dich immer wieder machen muss. So. Geschichte. Aber ich bin ganz optimistisch. Vielleicht kriegen wir Bowser ja doch noch irgendwie hin. Ich will zumindest abgeschlossen haben. Zumindest. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Ich muss halt besser zielen. Das ist alles. Mit den Steinen ist natürlich mies. Keine Frage. Wenigstens aber ist das Spiel so fair und zeigt uns an, wo die Felsen runterkommen. Trifft's? Nicht. Oh, das trifft, komm. Ja, wunderbar. Und auch das. Nein, das hat nicht getroffen. Auch dieser hat nicht getroffen, schade. Ei. Ei! Nein! Sehr schön. Lift, komm. Lift, komm. Lift. Haben wir's? Haben wir's? Jesus Maria. Klasse. Wie
Die werden uns eines Tages bitte rächen, da kannst du dir sicher sein. Warte, Meister, ich werde dir helfen. Wow. Oh, Alter. Und so, dank des mutigen Auftreten der Yoshis, sind die Geister wieder vereint. Der Storch, der während der Baby-Auslieferung überwältigt wurde und sich die ganze Zeit über in Kameks Gewalt befand, ist nun wieder frei. Danke, Yoshis, ihr seid super. Gott sei Dank, liebe Leute, ist dieses Projekt für mich erledigt. Ich werde auch keine Special-Welten zeigen, weil die sollen ja auch nochmal richtig fies und gemein sein. Und ich werde es mir persönlich nicht antun. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, denn ihr habt ja mitgekriegt, wie ich mich durch dieses Spiel, naja, sagen wir mal, durchgeraged habe. Und, naja, sind wir ehrlich, ich wollte es ja schon nach der ersten Welt abbrechen. Ja, dann habe ich dann mit dem guten Freund von mir gesprochen. Er sagt, okay, komm, ich schaffe die 100% nicht, das ist mir zu krass. Ich breche das Ding ab, es ist mir zu schwer. Naja, und dann haben wir uns dann halt darauf geeinigt, dass ich das Spiel jetzt einfach so durchspiele. Das habe ich jetzt getan. Ich habe es jetzt einmal komplett durchgespielt. Nicht zu 100%. Gott bewahre, dann wären wir jetzt bei Part 367.766. Dann hat er mir gesagt, alles klar, dann gibt er mir aber seinen Spielstand, damit ich dann eben die Special-Welten machen kann. Weil er möchte mich leiden sehen. Für mich war das jetzt schon Strafe genug. Nicht falsch verstehen, liebe Freunde. Es ist ein hübsches Spiel, es ist ein schönes Spiel, keine Frage. Und für jemanden, der das richtig gut kann, soll sich da bitte durchskillen. Aber ich nicht. Für mich ist das nichts. Ich komme mit dieser schwabbeligen Steuerung nicht so klar und das ist echt heftig. Wie dem auch sei, hat es mir aber trotzdem Spaß gemacht, auch wenn ich ganz schön upgeraged bin. Ich meine, sonst hätte ich es jetzt nun wirklich nicht durchgezogen und... Ach, es tut mir leid für die ein oder anderen Schimpfwörter, die gefallen sind. Sollte eigentlich nicht so sein. Normalerweise halte ich nach dem Grund, dass meine Zuschauer auch gerne jünger als 18 Jahre alt sind. Oder noch jünger. 15, 14, 13, 12, ach weiß Gott. Ja. Und dass ich dann eben... Ja, eigentlich nicht möchte, dass so viele Schimpfwörter fließen. Ja, dafür möchte ich mich entschuldigen, ganz klar. Ich hoffe aber, dennoch hattet ihr hoffentlich euren Spaß gehabt, auch wenn ich es jetzt nicht zu 100% durchgespielt habe und eben auch nicht die Special-Welten machen werde. Bleibt mir nur zu sagen, freut euch auf die nächsten Projekte, die kommen. Schaut in meine Projekte, die es schon gibt. Ich habe schon einiges vorproduziert. Nein, ich habe schon einiges produziert, sagen wir so. Ich habe fast 700 Videos auf meinem Kanal derzeit zu diesem Stand. Zu dieser Zeit. Und da dürfte mit Sicherheit das ein oder andere dabei sein, was euch vielleicht interessieren könnte. Auf jeden Fall würde es mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Dann würdet ihr auch nichts verpassen. Dann auf jeden Fall fleißig kommentieren, fleißig Likes geben. Wenn es euch nicht gefällt, gebt mir auch ein Dislike. Ist in Ordnung, kann ich verstehen, komme ich mir klar. Und dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Euer Retro Basti.